Hallihallo und herzlich willkommen zur Servervorstellung vom Megadrake Hexit Server. Ja, dieser Hexit Server ist jetzt neu, weil Infinity so extrem viel Serverspeicher braucht und andere nicht mehr so beliebt waren, haben wir jetzt auf Hexit umgeschaltet, weil Hexit ist immer noch eines der besten Modpacks, die es je gab und eines der einzigen rollenspielartigen Modpacks. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen freies Rollenspiel, wo ihr wirklich entweder Rollenspiel machen könnt oder nicht, oder einfach einen Clan gründen, ein Reich gründen oder eine Geheimorganisation oder irgendwas Böses und dann gegen andere dieser Clans, Reiche, Böse, Mafia oder so etwas, oder Samurai oder Ninjas gegen die kämpfen könnt oder euch verbinden könnt und so weiter. Also das ist euch frei ergeben. Was wir nicht wollen, ist, dass wir, wenn ihr Spieler angreift, die nicht wollen. Also die einfach nur farmen oder einfach nur sich um eine Farm kümmern oder einfach nichts kriegerisch machen, dass ihr die nicht angreift und auch nicht ihre Gebäude kaputt macht und so weiter. Kriegsgebäude dürft ihr immer kaputt machen und es muss halt einfach kriegerisch sein, damit ihr nicht ungestraft es kaputt machen könnt und so weiter. Wir wollen einfach nicht, dass, wenn man nicht Krieg machen will, dass man dann einfach immer angegriffen wird oder sonst irgendwas. Und es soll ein Rollenspiel, also ihr solltet schon ein bisschen schauen, dass es wirklich nicht einfach ganz blindes Töten ist, sondern das alles so ein bisschen Story dahinter steckt und ja, dass es Spaß macht. Es muss allen Spaß machen und das sollte es. Und die Let's Player, die eventuell kommen, sollten auch in Frieden eigentlich sein können, solange sie nicht irgendwie eine Kampffolge machen oder so weiter. Ja, und Anmeldung ist über meine E-Mail, also Draco mit C, Basler, @gmail.com oder novolp11 @gmail.com. Und die E-Mails sind unten in der Videobeschreibung, auch das Forum ist dort verlinkt und Informationen sind dann im Forum oder dann auf einer Webseite, wenn wir eine Webseite haben. Und hier können wir wirklich unseren Spaß auslassen, hier können wir wirklich frei siedeln, frei kämpfen, was ihr wollt. Also wirklich, ihr dürft Sachen gründen, ihr dürft die Welt erkunden, ihr dürft so Dimensionen machen. Es gibt so ein Tor-Mod, wo ihr Türen machen könnt, wo dann in eine andere Dimension führt, aber eben bitte betretbar lassen, also dass die Leute es betreten können ohne Falle drin und ja, schauen, dass es möglich ist, eure Items und so, es ist eben, sollte das schon friedlich lassen, also Geheimorganisationen und so sollten nicht in diesen Portalen sein und dass sie einfach betretbar ist und ich wäre auch dankbar, wenn es nicht dann bestohlen wird und sonstige Sachen. Weil, es sollte eigentlich ein wirklich tolles untereinander Ding sein. Also Streitigkeiten und so tolerieren wir nicht. Wenn es für uns wirklich zu weit gehen, werden wir beide bannen. Also auch der es meldet, der drin verwickelt sind. Also geht bitte diesen Streitereien aus dem Weg. Und wenn wirklich etwas aushaltet oder so, dann muss wirklich die zwei Reiche oder eben Clans oder so auseinandergebracht werden. Also dass eine dann irgendwo anders bauen muss und der andere wahrscheinlich auch irgendwo anders. Dass es einfach dann nicht wieder zu Streit reinkommt und so weiter. Es ist nur ein Spiel, es ist alles über Rollenspiel. Also wenn ihr hier in Game jemand nicht mögt, heißt das nicht, dass es außerhalb vom Spiel auch dann so ist oder so weiter.
Und ja, ich freue mich, egal ob ihr ganz bösen Clan haben wollt oder ein Clan, der ganz nett ist und um Diplomatie oder ums Verkaufen kümmert sich und so weiter. Also ja, ich freue mich, was so rauskommt und ob es ankommt. Und ich hoffe es, dass es flüssig läuft. Ich werde bald die RAM hochstellen. Momentan sind es 2 GB RAM vom Server. Und ja, ich werde mich um kümmern. Also je mehr hier auf dem Server läuft natürlich und umso mehr Spaß es euch macht, desto mehr werde ich natürlich mich auch darum kümmern, dass es eben flüssig läuft und dass es mehr Slots gibt und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen. Das war jetzt einfach mal eine kurze Einführung in die Vorstellung. Es kommen weitere Folgen und eben ein Let's Play startet auch. Aber ich muss dann eben schauen. Also, ich werde wahrscheinlich eher ein bisschen friedlich sein und ein bisschen Rollenspiel, also ein bisschen Items farmen und so. Und richtig einsteigen werde ich leider erst später dann, weil sonst werde ich dann auch wirklich gekillt immer und ja, dann sind manchmal hässlich und ja, eben einfach nicht so glücklich darüber und so weiter. Also ich passe mich an im Let's Play und ich freue mich. Also, Dankeschön fürs Schauen und wenn ihr Lust habt, schickt mir eine E-Mail mit einer kleinen Bewerbung, was ihr, also wie ihr heißt in-game, wie alt ihr seid, was ihr machen wollt ungefähr und ob ihr eben Hexit möchtet oder nicht. Also es ist schon ein älteres Modpack und eben Form könnt ihr dann besprechen und diskutieren über alles. Es wird einen Screenshot-Trade geben, wo ihr Screenshot posten könnt und so weiter. Euer Video dürft ihr auch in einem Trade verlinken. Also wenn ihr ein bisschen Werbung machen wollt, bitte im Forum und nicht hier auf dem Server und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen. Nächste Video kommen und tschüss.